Mahlzeit! Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute wollte ich mit euch gerne einmal Aufkleberrückstände entfernen. Ich glaube, jeder kennt das. Diese Matten unter den Kennzeichen halten, diese Schaumstoffmatten, alles schön und gut erstmal ein bisschen, das ist so ein kleiner Dröhnschutz oder so, aber die Problematik hierbei ist, sobald wir ein kurzes Kennzeichen auf unserem Fahrzeug haben wollen, steht dieses Schaumstoff über. Abkratzen ist eine unheimlich aufwendige Sache. Also ich habe das schon oft gemacht, habe mich da immer wieder geärgert. Das hat also wirklich schon fast, das hat richtig gefrustet einfach. Ne? Dafür habe ich mir jetzt einfach mal was besorgt, was das Ganze ein bisschen einfacher machen soll. Ich zeige euch das mal. So, das ist das kleine Gerät hier. Im Prinzip ist es einfach nur eine Gummischeibe, recht flexibel. Ja, eigentlich ein Radiergummi. Also es ist ein Radiergummi für Klebereste. Fürs Auto. Auf dem Lack. Ja. Hier steht schön drauf. Maximal 4000 Umdrehungen pro Minute. 4000 Umdrehungen schafft man nur mit einer großen Bohrmaschine im Normalfall. Ich werde einen Akkuschrauber benutzen, einen kleinen Akkuschrauber. Damit sollte da auch nichts passieren. Wir schwenken einmal zum Auto und dann zeige ich euch mal, beziehungsweise wir testen mal, wie gut das damit funktioniert. Bis gleich. So, das ist diese komische Matte hier. Ich habe hier schon mal angefangen abzuknibbeln. Ne, wie man sieht, das geht alles ziemlich schwer runter und ich habe da eigentlich auch keine Nerven mehr so richtig zu. Den ganzen Bereich hier auf beiden Seiten werden wir einmal jetzt mit dem Glasreiniger einmal vorreinigen und dann werden wir mal mit dem Radiergummi versuchen, das alles wegzubekommen. So, ich habe das Teil jetzt mal eingespannt in einen kleinen Akkuschrauber. Akku ist voll, sieht man hier. Jetzt werden wir einfach mal versuchen, werden uns von außen nach innen mal durcharbeiten und gucken, wie gut der sich hier schlägt. Also wie man sieht, produziert er schon auf jeden Fall ziemlich viel Abrieb. Sieht man auch hier schon so ein bisschen. Aber ich sag mal so, ein normales Radiergummi fusselt ja auch so ein bisschen. Von daher denke ich mal, ist das erstmal in Ordnung. Jetzt machen wir mal den Rest. So, ich würde sagen, wir wischen einmal ab und gucken, wie viel davon jetzt schon mal weg ist. So, also wie man sieht, haben wir hier noch doch recht viele Klebereste, aber auch Abrieb von dem Gummi hier. Ja, das heißt, weitermachen. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir reinigen das jetzt einmal, glaube ich, mal mit Bremsenreiniger. Das ist, glaube ich, noch mal besser. So, das sieht schon ganz gut aus. Nur so ein paar kleine Pünktchen noch. Wir werden das gleich, sobald ich mit der anderen Seite fertig bin, einmal komplett polieren, die Stelle, um dann noch wieder den Glanz ein bisschen hervorzuheben. Weil ich denke mal, das war nicht so ganz gesund für den Lack jetzt über die ganzen Jahre, in der der Aufkleber da drauf war. Aber wie gesagt, erstmal die andere Seite.
So, ich würde sagen, das kann sich ja auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Ich werde das jetzt einmal per Hand nachpolieren. Ich mache es jetzt nicht mit der Maschine. Per Hand sollte vollkommen reichen. Und dann schauen wir uns das Endergebnis gleich mal an. So, für die Politur nehme ich jetzt einfach mal 3M Famous Finish. Das ist so ein, ja, kann man sagen, All-in-One-Zeug. Das reicht für die Fläche auf jeden Fall aus. So, ich würde sagen, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir montieren jetzt einmal das Kennzeichen wieder dran und dann schauen wir uns das, ja, das Endergebnis auch an. So, ich würde sagen, das sieht echt gut aus. Wir versuchen mal ein bisschen näher dran zu gehen. Auf jeden Fall, ja, sind diese Klebespuren so eigentlich alle weg. Der Lack ist ein bisschen aufpoliert. Klar, jetzt so Kratzer und sowas haben wir da, Kratzer. Ich sehe da jetzt auch nicht viel. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall richtig zufrieden. Wir schauen einmal nochmal auf die andere Seite. Gucken hier. Da sind wir auch eigentlich soweit ziemlich gut. Also, ich würde sagen, das ist doch gelungen. Ja, also ich bin mit dem Teil wirklich zufrieden. Ich denke mal, das wird auch recht lange halten. Das ist ja ziemlich groß. Wir haben hier auch eine Linie, bis wohin wir im Prinzip runterradieren können. Ah, da kann man zig Aufkleberreste und sowas entfernen. Aber auch wenn das Auto mal foliert war, wenn ihr die Folie abgezogen habt oder Werbeaufkleber drauf waren, kann man da damit auf jeden Fall die Klebereste vollständig entfernen. Denkt aber daran, das danach einmal schön zu reinigen und falls möglich, oder ich empfehle es auf jeden Fall, einmal drüber zu polieren. Mit der Hand reicht eine ganz feine Schleifpaste mit einem hohen Glanzgrad am besten. So kriegt ihr die Schlieren alle super auf jeden Fall weg. Ja, hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich doch gerne, damit unterstützt ihr mich in meiner Arbeit so ein bisschen. Natürlich ist das alles so ein bisschen Hobby. Aber wenn ihr natürlich zuschaut, wenn ihr Interesse signalisiert, dann habe ich natürlich auch mehr Lust, Videos zu drehen und euch einfach Do-it-yourself-Tutorials, einfache Arbeiten, die jeder irgendwie selber auch nachmachen könnte, zu zeigen. Ich filme das gerne und freut euch schon auf die nächsten Videos und schaltet mal wieder ein. Macht's gut, ciao!